So, meine Friends, hallo und herzlich willkommen hier wieder zu einem neuen Video von Hogwarts Legacy. Und heute wird es darum gehen, ich wollte euch ein paar kleine Anfängertipps mit auf den Weg geben, die wirklich, finde ich, für mich im Endeffekt relevant wären. Die hätte ich wirklich früher gewusst am liebsten, weil in manchen Situationen dachte ich mir, ach Mann, hätte ich das mal früher gewusst. Und ich fange auch gleich mal an damit. Wir fangen damit an, zum Beispiel mit dem Zauber Revelio. Den kennt ihr ja, den lernt ihr wirklich relativ am Anfang. Ich würde den auf jeden Fall so oft wie es möglich immer aktivieren. Ihr seht überall neue Sachen. Ihr seht, wenn irgendwo eine Seite rumfliegt. Ihr seht wirklich jede Kleinigkeit mit diesem Zauberspruch. Und eigentlich würde ich auch immer alles einsammeln. Und alles einsammeln ist auch gleich ein gutes Thema, um auf den nächsten Punkt zu springen. Und zwar würde ich an eurer Stelle auf jeden Fall euer Geld sparen. Spart euer Geld, weil ihr bekommt hier irgendwann dann in den Hauptmissionen, beziehungsweise unter den Hauptmissionen, auch so verschiedene Aufgaben von den Professoren. Und diese Professoren, die wollen ab und zu, ja, besorgt mal den und den Trank, holt euch das und das, den und den Trank, das und das Rezept oder so. Und dafür müsst ihr den Geld ausgeben. Und Geld ist wirklich nicht so viel vorhanden in dem Spiel, muss ich sagen. Wenn ihr das Spiel natürlich auf ganz normale Weise spielt. Es gibt bestimmt den ein oder anderen Trick, wie man schnell Geld machen kann. Ich habe hier relativ normal gespielt und deshalb, ja, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, spart euer Geld. Und da kommen wir auch direkt, können wir direkt rüberspringen zum nächsten Punkt. Wir droppen ja auch sehr viel Ausrüstung in dem Spiel. Und ihr könnt wirklich die Ausrüstung bei eigentlich bis jetzt fast jedem Händler verkaufen, ist mir aufgefallen. Und das solltet ihr auch tun. Spart eure Ausrüstung nicht. Genau. Falls ihr mehr Ausrüstung im Inventar, mehr Plätze für Ausrüstung im Inventar braucht, falls ihr so ein Sammler seid, dann empfehle ich euch auf jeden Fall ein Video, was ich auch bei mir auf dem Kanal habe, wie ihr das Inventar vergrößern könnt. Und ja, genau, auf jeden Fall alte Ausrüstung, ich würde sogar sagen, echt blaue und grüne Ausrüstung, wenn die schlechter ist von den Werten. Hier sehen wir, die ist besser vom Wert erstmal. Wenn die schlechter ist wie die hier, würde ich direkt verkaufen. Das bringt euch direkt Geld ein. Immer mal wieder bei den Händlern vorbeischauen. Es sind auch überall auf der Welt draußen um Hogwarts herum irgendwelche Händler, die da überall stehen und so. Da könnt ihr auch eure Ausrüstung verkaufen. Bis bald, mein Freund. Wir waren hier auf jeden Fall jetzt im Zaubertränkeladen und da konnte ich meine Ausrüstung auch verkaufen. Und der wichtigste Tipp von mir, der wirklich, das ist ein Tipp, das könnt ihr euch selber, das könnt ihr für euch selber entscheiden, ihr könnt natürlich alles für euch selber entscheiden, aber den Tipp, also das hätte ich wirklich früher gewusst, weil ich bin teilweise wirklich durch die Welt gelaufen wie so ein Irrer. Und macht auf jeden Fall, spielt erstmal die Hauptstory weiter. Das ist so wichtig, finde ich, in diesem Spiel, weil ihr habt einfach viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Dinge auf der Karte und so zu erleben. Ich will jetzt nicht so viel spoilern, aber macht die Hauptstory weiter, weil im Rahmen der Hauptstory und im Rahmen auch vieler vielleicht kleinen Nebenmissionen, vielleicht nicht die normalen Nebenmissionen, sondern diese von den Professoren, erlernt ihr wirklich viele Dinge, die relevant sind fürs Spiel und auch fürs Open-World-Erlebnis. Und deswegen auf jeden Fall der wichtigste Tipp, zu guter Letzt, finde ich, ist einfach die Hauptstory weiterspielen. Mein Tipp ist wirklich bis zu dem Punkt mindestens weiterspielen, wo man dann, Warnung, Spoiler, nur im Voraus, wo man dann die fantastischen Tierwesen freischaltet im Raum der Wünsche. Ab dann kann man wirklich sagen, okay, ich habe jetzt eigentlich fast alle Möglichkeiten und kann hier durch die Welt brettern und kann vieles erleben. Und das würde ich euch auf jeden Fall raten, so als wirklich Haupttipp. Und ja, das war es auch eigentlich schon. Also mehr will ich euch gar nicht mit auf den Weg geben. Das sind so, ich glaube, 4 Sachen waren das, die mir persönlich sehr ins Auge gestochen sind. Auge ist auch ein gutes Thema. Ich trage jetzt eine Blaufilterbrille, weil ich hier wirklich den ganzen Tag vom Bildschirm hocke. Und ja, genau. Habe ich mir mal gedacht, ich gönne mir mal so ein Teil. Bleibt auf jeden Fall am Start, wenn ihr meine Videos mögt, wenn ihr die Videos feiert. Haut ein Abo rein, haut ein Like rein. Das würde mich freuen und tschüss und bis zum nächsten Mal von Banks Games.